Hallo und herzlich willkommen, alle Freunde des Schnitzens. Heute arbeite ich an einem Cabrio, was ich schnitzen werde. Da haben wir also das Werk aus Holz geschnitzt. Sehr viel Detailarbeit, hat länger gedauert wie gedacht. Ich gehe natürlich dann weiter konkret darauf ein, wie ich das Ganze gemacht habe und zeige auch so Details und sowas. Also viel Spaß dann auch beim Zuschauen. Momentan haben wir ja aktuell die Krise und auf einmal steht alles still. Wer hätte das gedacht? Unfassbar. Also ich denke, da kann das natürlich auch wunderbar helfen, auf andere Gedanken zu kommen oder die Zeit auch gut zu nutzen. Ich hoffe, du bist nicht krank geworden oder irgendwie in Quarantäne. Wenn dem so sein sollte, wünsche ich allen gute Besserung und auch eine gute Zeit, wenn jetzt vielleicht man gar nichts machen kann und irgendwie da zu Hause sein muss oder so, nicht raus darf. Dann hoffe ich, du hast eine gute Zeit und kannst hier ein bisschen dich erfreuen an der ganzen Sache. Und es wird sicherlich irgendwann auch wieder vorbei sein. Wir hoffen das Beste, dass sich das Ganze gut entwickelt und bald durch ist. Es kann natürlich auch das Gegenteil passieren. Ja, also die Krise von 2008, die bestand ja nach wie vor die ganze Zeit. Man hat ja nur Symptomkosmetik betrieben. Zentralbanken haben nach wie vor immer weiter Geld da reingepumpt und Finanzexperten haben immer wieder darauf hingewiesen und auch Crash-Propheten, dass das Ganze überdehnt ist und möglicherweise platzen könnte. Das kann also ein wirklicher Auslöser sein, was wir jetzt haben, dass das System zerbricht, weil wir eine globale Krise auf einmal haben, dass die Lieferketten einbrechen und dass die Weltwirtschaft stillsteht, sozusagen das Finanzsystem nicht richtig arbeiten kann und in sich zusammenklappen könnte, weil es zu Kreditausfällen kommt, wo zum Beispiel kleine mittelständische Unternehmen einfach nicht weiter zahlen können, weil sie keine Einnahmen mehr haben. Habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass es sogar bei mir ankommt. Ich eigentlich nur so ein ganz kleiner Selbstständiger bin hier. Bei mir kommen jetzt auch Zahlungsausfälle an, wo Sachen abgesagt wurden, wo ich einfach nicht hingehen kann. Also es könnte eine Kettenreaktion geben, die das Ganze in eine Deflation reinschiebt, bis zur Inflation, die dann danach kommen würde, und dann Währungskrise. Das steht also im Raum 1929, ja. Krasse Inflation, Arbeitslosigkeit, das ganze Programm. Wir hoffen das Beste, dass es an uns vorbeigehen möge und unsere Regierungen schlau sind. Leider werden sie diese Situation natürlich als Ursache begreifen und nicht ihr eigenes Versagen in den Vordergrund stellen, ist ja logisch. So wird es wahrscheinlich ablaufen. Ja, hoffe mal das Beste, dass es jetzt schnell vorbeigeht und deshalb wünsche ich allen gute Ablenkung, um sich wirklich auf die positiven Dinge zu konzentrieren, auf Hobby, schöne Dinge und Spaß und dass du einfach an jetzt was arbeiten kannst, was dir Freude bereitet oder vielleicht zuschauen kannst, wenn du es jetzt nicht selber reproduzieren kannst. Wünsche ich allen trotzdem eine gute Zeit mit eurem Hobby und dass ihr was Schönes machen könnt, wenn ihr jetzt vielleicht nicht zur Arbeit gehen könnt oder irgendwie alles stillsteht, dann viel Spaß in diesem Video und beim vielleicht nachmachen. Andreas, heute ist...
Kurze Zwischenbemerkung. Wir haben also hier den Mazda MX-5. Ich habe jetzt diese Räder hier gedrechselt. Die Besonderheit war jetzt, dass das beim Vorarbeiten und groben Rausmachen im Prinzip hier ein bisschen ungenau geworden ist. Deshalb musste ich jetzt hier hinten bei meinem Passstück, was gleichzeitig auch die Bremsscheibe ist, von vorne gesehen durch die Felge, etwas versetzt bohren. Dadurch habe ich ja die Möglichkeit, jetzt das Rad hier, ich das jetzt hier aufstecke, in die richtige Position zu drehen, ja. Und das sind meistens so 1,5-2 mm versetzt. Und dann kann ich das da schön einstecken, so dass es dann passt mit meinem geschnitzten Kreis. Ist einfach beim ersten Reinbohren eben nicht ganz exakt geworden. Hier hinten ist das einzigste Rad, was genau sitzt eben, wo es in der Mitte schön passt. Und da konnte ich es gleich reinstecken. Ich habe hinten noch den Bremssattel gemacht. Das muss ich jetzt lediglich so anordnen. Es wird fest fixiert, eingeleimt, dass der Bremssattel dann natürlich immer an der richtigen Stelle sitzt. Das Schnitzen der Räder, das war ein bisschen aufwendig. Die habe ich natürlich gedrechselt, hinten auch was rausgemacht. Hier musste ich natürlich auch versetzt bohren, entsprechend, wie man sieht, 6 mm. Und das habe ich dann einfach mit dieser kleinen Schablone, da habe ich eine technische Zeichnung gefunden, von dieser Zeichnung abgenommen, die Größe und dann immer aufgezeichnet, durchgebohrt, geschnitzt, nachgefeilt, geschliffen. Also es ist ein bisschen viele Arbeitsschritte und innen soll das natürlich auch noch so schön werden jetzt hier. Mit den geschnitzten Details habe ich also hier so ein paar Vorlagen. Ein Mazda MX-5, der, ich weiß nicht welcher Generation der jetzt ist, auf jeden Fall nach 2016 oder 2016er Baujahr. Also er ist schon 3-4 Jahre alt jetzt. Oder diese Modellreihe, sagen wir mal, mit dieser Front. Und wo er hier einfach etwas schnittiger aussieht. Die alten, die haben ja noch so leicht oval runde Lichter und der sieht schon sehr schnittig aus. Ich habe jetzt gemerkt, hier zum Beispiel, da ist er noch etwas plump, ja, da muss ich noch ein bisschen nachschnitzen und das Ganze wird dann noch schön geschliffen, also dass die Schnittkanten verschwinden und er bleibt dann wahrscheinlich in diesem geschliffenen Look, dass man einfach die Form besser sieht, wenn ich den jetzt einmafte, wachse, wie auch immer, geht einfach der Look weg. Das ist dann wirklich was zum Nicht-Anfassen, eher so zum Hinstellen. Oder man greift das hier so unten, dass man eben keine Fettfinger daran macht und stellt das wieder vorsichtig weg, wenn man es jetzt doch mal anfassen will. Irgendwo. Ja, also das ist sehr aufwendig, habe ich jetzt gemerkt. Der Kollege drüben baut auch gerade ein Ural, so einen alten sowjetischen LKW. Also extrem viel Arbeit. Da kann man wirklich viel investieren. Aber am Ende, wenn man dann die Teile zusammensetzt, sieht es super aus und macht richtig Spaß. Wenn man das jetzt noch beweglich macht, das wäre natürlich der Super-GAU, dann wird es eben ewig dauern. Aber so ist schon ganz ansehnlich, würde ich sagen. Ja. Jetzt noch diese Linien schön genau ausgleichen, schön schleifen, bisschen genauer schnitzen noch. Dann die Scheibe muss ich natürlich einsetzen, weil ich sonst hier innen nicht rangekommen bin. Und hier noch kleine Raffinesse, das habe ich durchbrochen geschnitzt. Hier ist meine Figurenschraube, wird dann zugemacht. Und das mache ich auch mit einer Platte einfach zu, weil ich sonst hier nicht schnitzen kann. Mache ich hier einfach ein bisschen raus, leim da eine Platte rein. Sieht kein Mensch mehr am Ende. Und jemand, der nicht weiß, wie das gemacht wird, versteht es natürlich auch nicht. Von daher ganz einfache Lösung. So komme ich wenigstens überall durch und kann das schnell, relativ schnell fertig machen.
Dankeschön fürs Zuschauen. Like das gerne, abonniere diesen Kanal, dann verpasst du keine dieser Videos mehr. Folge mir gerne auf Instagram, Mr. Schnitz, oder Facebook, auch Mr. Schnitz. Da findest du mich auf den Plattformen auch entsprechend. Kannst du mir auch da gerne folgen. In diesem Sinne, schreib auch gerne unter die Kommentare, was du mitgenommen hast, ob du sowas selber mal gemacht hast, was man anders machen kann, wo du Anregungen hast. Das kannst du gerne unter das Video schreiben. Wenn du sagst, du hast jetzt ganz viel Zeit bis zu Hause und fühlst dich gut, komm auch gerne vorbei und mach hier einen Kurs mit mir, unterstütze mich insofern, dass ich hier auch keine Ausfälle habe irgendwie, oder überweise mir einen Betrag X auf PayPal, falls es PayPal in den nächsten 2-3 Quartalen noch geben sollte, oder kann auch sein, es geht den Bach runter, wir wissen es nicht, hoffen wir mal nicht. Bleib mal schön positiv, erinnern uns an die guten Dinge. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Arbeiten, mach's gut, bis zum Wiedersehen.